1980 begann das erste Jahr für den 19-jährigen Robert Sheffran am Sullivan County Community College in New York. Als er aus seinem Auto ausstieg und den Campus betrat, wurde er sofort von einigen Studenten äußerst freundlich begrüßt. Sie fragten nicht nur nach seinem Wohlempfinden und wie sein Sommer war, sondern sie umarmten Robert, als wäre er ein alter Bekannter. Eine Studentin ging sogar zu Robert, küsste ihn und sagte dann: "Schön, dass du wieder da bist." Robert war sichtlich verwirrt, fand es aber auch schön, an seinem ersten Tag so herzlich empfangen zu werden. Als er dann in seinem Zimmer auf den Campus ankam, wurde Robert von seinem neuen Mitbewohner Michael Domitz begrüßt. Mit Schock im Blick fragte Michael ihn, ob er adoptiert wurde, was Robert bejahte. Dann fragte Michael ihn, ob er am 12. Juli geboren wurde. Wieder antwortete Robert mit Ja. Michael realisierte sofort, wenn er vor sich hatte, und sagte voller Aufregung zu Robert, dass er einen Zwillingsbruder hat, der Eddie heißt. Robert konnte nicht glauben, was er gerade gehört hat, und dachte anfangs, dass es sich um einen Scherz oder eine Verwechslung handeln muss. Die beiden rannten daraufhin zu einer Telefonzelle, um Eddie anzurufen. Als Eddie ans Telefon ging, bestätigte dieser, dass er am gleichen Tag Geburtstag hat. Außerdem stellten die beiden fest, dass sie auch von der gleichen Agentur namens Louise Wise Services in ihre Familien gegeben wurden. Danach setzten sich Robert und Michael in Roberts Auto, um Eddie einen Besuch abzustatten. Bevor die beiden Eddies Tür überhaupt erreichen konnten, öffnete Eddie diese und die beiden sahen sich in die Augen. Michael erzählte von dem Treffen und blickte auf die beiden Männer, die dasselbe Grinsen, die gleichen Haare und die gleichen Gesichtsausdrücke hatten. Es war sein Doppelgänger. Als sie anfingen zu plaudern, stellten sie sofort fest, dass sie die gleichen Interessen hatten, die von Wrestling über Musik bis hin zu Frauen reichten. Sie hatten die gleichen Muttermale und den gleichen IQ. Beide waren offensichtlich schockiert und konnten es kaum glauben. Die Eltern der beiden waren ebenso schockiert wie die Jungen, da sie nie über einen Zwilling informiert wurden. Die Geschichte der beiden wurde zu einer Sensation und überall wurde darüber berichtet. Als Eddies Mutter dann einen Anruf von einem David Kelman erhielt, nahm die Geschichte eine erneute Wendung. David sagte Eddies Mutter, dass er sehr wahrscheinlich der Dritte im Bunde sei, woraufhin sich die drei trafen. Als David vor den beiden stand, konnten Eddie und Robert es nicht glauben. Tatsächlich handelte es sich bei den drei um eineiige Drillinge. 19 Jahre haben die Drillinge nichts voneinander gewusst und nun waren sie wieder vereint. Natürlich stürzten sich die Medien auf die Geschichte, sodass die drei zu kleinen Stars im Land wurden. Bei einem Interview von CNN sagte Robert, dass das erste Treffen zwar völlig surreal war, aber er eine Freude empfand, die er davor noch nie gefühlt hatte. Sie beschlossen, ihr eigenes Restaurant mit dem passenden Namen The Triplets in New York City zu eröffnen. Sie bekamen auch eine kleine Nebenrolle in dem Film Susan verzweifelt gesucht, in dem Madonna die Hauptrolle spielte. Sie arbeiteten zusammen, gingen gemeinsam auf Partys und auf Dates und bezogen auch das gleiche Apartment. In den nächsten Jahren heirateten die drei und gründeten Familien. Die meisten Zeit verbrachten die Familien gemeinsam. Mit der Zeit wuchs aber auch die Neugier unter den Drillingen. Sie wollten wissen, woher sie kamen, wer ihre leiblichen Eltern waren und warum sie getrennt wurden. Schließlich machten sie ihre leibliche Mutter ausfindig und nach einer Weile stimmte sie einem Treffen mit den drei zu. Sie war eine junge Frau, als sie von einem Mann schwanger wurde, den sie kaum kannte. Sie beschloss, die Drillinge zur Adoption freizugeben, da sie noch nicht bereit war, Mutter zu werden. Ihre leibliche Mutter wusste nicht, dass sie getrennt werden würden, und sie konnte nicht erklären, warum sie getrennt wurden, also wandten sich die Eltern der drei an die Adoptionsagentur, bei der sie die Jungen adoptiert hatten. Die Agentur traf sich mit den Familien, gab jedoch kaum eine Auskunft darüber, warum sie die Drillinge jemals trennen würden. Sie sagten nur, dass es schwieriger sei, drei Babys zu adoptieren, als für sie einzeln ein Zuhause zu finden. Die Eltern waren alles andere als zufrieden mit der Antwort, doch die Agentur wollte nicht mehr preisgeben. Der Vater von Robert, Mort Sheffran, vergaß seinen Regenschirm in der Agentur. Als er zurückging, sah er, wie die Angestellten voller Freude eine Flasche Champagner öffneten und zusammen anstießen, als gäbe es etwas Großartiges zu feiern. Die Eltern waren derart echauffiert darüber, dass sie umgehend rechtlichen Beistand suchten, der aber kaum hilfreich war, da viele Anwälte in New York Verbindungen zu der Agentur hatten. Erst durch den Journalisten Lawrence Wright kam ein Teil der Wahrheit ans Licht. Lawrence Wright schrieb einen Artikel über Zwillinge.
Dafür sammelte er alle Studien und Erkenntnisse, die er über Zwillinge finden konnte. Dabei stolperte er auch über eine Studie, in der Zwillingsmädchen kurz nach der Geburt getrennt wurden. Beide Mädchen wurden von einer jüdischen Familie in New York adoptiert, die jeweils schon einen Sohn hatten. Das eine Mädchen wuchs in einer eher distanzierten Familie auf, während ihre Schwester in einer Familie aufwuchs, die sie in jeder Hinsicht unterstützte. Trotzdem hatten beide Mädchen ähnliche Probleme in ihrer Jugend, beide litten kurzfristig an Genderdysphorie und beide waren auch Bettnässer. Bei der weiteren Recherche stieß Wright dann auf den Organisator der Studie namens Peter Neubauer. Dr. Peter Neubauer war ein hochangesehener Professor für Psychiatrie an der New York University, ehemaliger Präsident der Association for Child Psychoanalysis und auch ehemaliger Generalsekretär der International Association of Child Psychiatry and Allied Professions. Dr. Peter Neubauer war zudem der Leiter des Freud-Archivs und auch im ständigen Austausch mit der Tochter von Sigmund Freud, Anna Freud. Lawrence Wright erfuhr durch Neubauers Assistentin auch, dass Drillinge an der Studie beteiligt waren, was ihn zu David, Robert und Eddie führte. In Kooperation mit der Louise Wise Agency wurden die drei getrennt, um herauszufinden, was mehr Einfluss auf die Entwicklung hat, Genetik oder Umfeld. Auch die Familien wurden nicht zufällig ausgesucht. Die drei Familien hatten jeweils eine Tochter in der Agentur adoptiert, die zu dem Zeitpunkt der Adoption der Drillinge 2 Jahre alt war. Dadurch hat man einen guten Einblick in die Familiensituation bekommen. Die Adoptiveltern der Drillinge kamen alle aus unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft. Eine gezielte Entscheidung, um möglichst viele Informationen zu erhalten. Robert wurde in eine wohlhabende Familie adoptiert. Sein Vater war Arzt, seine Mutter Anwältin. Sie lebten in Scarsdale, einer sehr teuren Gegend im Westchester County. Eddie wuchs in einer Mittelklassefamilie auf, während David in Queens in einer Arbeiterfamilie aufwuchs. Um die Drillinge untersuchen zu können, sagte die Agentur den Eltern, dass sie eine ganz normale Studie durchführen, ob es den Kindern gut geht und wie diese sich in der Adoptivfamilie entwickeln. Alle paar Wochen kamen dann Wissenschaftler in die Häuser der ahnungslosen Familien, um die Fortschritte jedes einzelnen Kindes zu filmen und zu dokumentieren. Alle Jungen erinnern sich an diese seltsamen Begegnungen, bei denen ihnen verschiedene Fragen gestellt und sie genau beobachtet wurden, während sie mit bestimmten Spielzeugen spielten und diverse Tests absolvierten, wie zum Beispiel den Rorschach-Test. Alle drei Jungs lebten in einem Umkreis von 150 Kilometern, ohne voneinander zu wissen, während die Wissenschaftler von Bruder zu Bruder gingen, um diese zu untersuchen. Davids Adoptivmutter bemerkte schon in jungen Jahren, dass etwas an ihrem kleinen Jungen anders war, verfügte jedoch nicht über die nötigen Informationen, um eins und eins zusammenzufügen. In einem Interview sagte sie Folgendes. David begann sehr früh zu reden. Ich erinnere mich, wie er aufwachte und sagte, ich habe einen Bruder. Wir redeten alle über seinen imaginären Bruder. Später stellte sich heraus, dass alle Jungen im Säuglingsalter Symptome von Trennungsangst zeigten, aber das machte erst im Nachhinein Sinn. Alle drei Jungs schlugen als Kinder ihre Köpfe gegen Wände und hielten öfter den Atem an. Außerdem waren alle drei in ihrer Jugend in psychiatrischer Behandlung. Doug Rausch und Howard Burek sind ein weiteres Zwillingspaar, das im Rahmen der Studie voneinander getrennt wurde. Die beiden waren die ersten 6 Monate ihres Lebens noch zusammen, bis sie von unterschiedlichen Familien adoptiert wurden. Dieses Mal waren die Familienverhältnisse recht ähnlich. Beide hatten eine 3 Jahre ältere Schwester. Die Mutter war Hausfrau und der Vater Geschäftsmann. Erst mit 35 Jahren erfuhr Howard durch Zufall von seinem Zwillingsbruder. Als er in der Agentur anrief, um nach seinen medizinischen Informationen zu fragen, wurde ihm mitgeteilt, dass er einen eineiigen Zwillingsbruder hat. Erneut zeigten sich mehrere Parallelen zwischen den beiden. Beide heirateten im selben Jahr. Einer der Brüder hat einen Sohn, der Eishockey spielt und die Trikotnummer 2 trägt, während der andere eine Tochter hat, die ebenfalls Eishockey spielt und die Trikotnummer 2 trägt. Interessanterweise schwören die Ehefrauen beider Brüder, dass sie keinerlei Soßen, Salatdressings oder ähnliches verwenden. Es wurden auch weitere Zwillinge im Rahmen außerhalb und innerhalb der Studie getrennt. Paula Bernstein erfuhr erst mit 36 Jahren, dass sie eine Zwillingsschwester hat. Die Geschichte ist unglaublich. Kann man es so sagen? Wir sagen, wenn es nicht uns passiert wäre, würden wir es nicht glauben. Es ist wie ein Disney-Film. Es ist ein bisschen dunkler als ein Disney-Film. Es war, als würde man eine alternative Version von sich selbst anschauen, mit einem anderen Leben.
Es war die Adoptionsagentur, die mir sagte, wir haben Neuigkeiten. Du hast eine Zwillingsschwester und sie sucht nach dir. Und ja, mein Leben war danach geteilt, in mein Leben davor und mein Leben danach. Und ich glaube, beide von uns wurden ein bisschen paranoid. Oh mein Gott, warum wurden wir separiert? Ist unser ganzes Leben eine Lüge? Wurde alles geplant? Und auf eine gewisse Art wurde es das. Wir hatten das Gefühl, als wäre unser Leben durchgeplant gewesen. Von diesen Wissenschaftlern, die ihre Neugierde und ihre Karriere vor das Leben von uns stellten. Und auch von den anderen Zwillingen und Drillingen, die getrennt wurden. Ihr wart beide Herausgeber der Schülerzeitung. Ihr beide habt Film studiert. Als der Punkt gekommen war, wo ihr miteinander über euer Leben geredet habt, gab es da viele Ähnlichkeiten. Das ist witzig, weil wir dachten, wir würden unsere eigene kleine Studie über Genetik gegen Umfeld machen. Was ironisch ist, weil es deren ganze Idee war. Und dann kamen wir zusammen und wir realisierten, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber unsere Körpersprache scheint vererbt zu sein. Zu der Zeit war es zwar unmoralisch, aber nicht illegal. Andere Agenturen haben es abgelehnt, mitzumachen. Aktuell ist es in New York so, dass Adoptionsagenturen seit 85 dazu verpflichtet sind, Geschwister zusammenzulassen. Sicherlich war es nicht illegal, aber es war unmoralisch und es würde sowas sicher heute nicht geben. Auch eine andere Frau aus einem Zwillingspaar, welches von der Louise Wise Agency getrennt, aber nicht studiert wurde, soll Selbstmord begangen haben. Eine weitere Frau fand durch einen DNA-Test bei MyHeritage ihre Zwillingsschwester. Wie viele Kinder getrennt wurden, lässt sich nicht genau sagen. Peter Neubauer ließ die kontroversen Ergebnisse der Studie bis zum Jahr 2066 an der Yale University versiegeln, sodass die Dokumente nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Die Aufzeichnungen enthalten Tabellen, Filme, Tonbänder, Untersuchungsergebnisse sowie wichtige Informationen über andere Zwillinge, die möglicherweise nicht einmal wissen, dass sie da draußen Familie haben. Peter Neubauer hat sich in einem kurzen Interview zu der Studie geäußert. Wie kam es zu dieser Studie? Ich sage Ihnen, ich würde lieber nicht so gern darüber sprechen. Ach ja, und warum nicht? Nicht vor der Veröffentlichung. Wann ist die denn geplant? Naja, womöglich veröffentlichen wir sie in etwa einem Jahr, anderthalb Jahre. Erzählen Sie mir etwas über den Umfang der Studie und wie viele Menschen daran beteiligt waren. Die Studie basierte nur auf wenigen eineigen Zwillingen, die nach der Geburt getrennt wurden. Aus vielen Gründen, über die ich nicht sprechen möchte, mussten wir sie einstellen, weil sie zu teuer wurde. Wer war Ihr Geldgeber? Ein paar private Familienstiftungen. Wir bekamen Geld aus Washington. Im Fall von David, Robert und Eddie hatte ihre Wiedervereinigung leider kein Happy End. Nach einem internen Streit verließ Robert das Trio, während Eddie und David sich weiterhin um das Restaurant kümmerten. Am 16. Juni 1995 nahm Eddie sich nach einem jahrelangen Kampf mit Depressionen das eigene Leben. Die Teilnehmer der Studie haben nach einem jahrelangen Rechtsstreit eine Teileinsicht in die Akten erhalten, in denen ihr Leben dokumentiert wird. Viele Seiten der Dokumente sind aber geschwärzt, angeblich um die anderen Studienteilnehmer zu schützen. Die Studie wurde offiziell aufgrund von fehlenden Mitteln im Jahr 1980 aufgelöst, das gleiche Jahr, in dem sich die drei wiedergefunden haben.